Also für dieses Figurenpaket bräuchte man quasi dafür. MG299 wäre eine Überlegung wert. Mal gucken. So, was haben wir hier? Abstergo-Videos. Also, na gut, das ist alles uninteressant. Persönlicher Ordner, E-Mail-Thread. Ah, kennt man die? Ist doch die Ding vom AC3. Jeff, das Video von Joey ist übel, was ist da los? Wie konnte das rausgehen? Du weißt, dass das nicht die Qualität... Blablabla. Ich lese mir jetzt nicht alles durch, ich schaue es mir nur kurz durch. Na, okay. Gut, na gut, dann machen wir jetzt hier Spiellabor öffentlich und Sitzungssuche, let's go. Schauen wir mal, ne? Nochmal diesmal eine schnellere Sitzung finden. Schau mal. Ja, also ich muss ja sagen, so vom Kerngedanken her, vom Spiel her, ist es ja eigentlich gar nicht mal so dumm gestaltet. Ich weiß jetzt nicht natürlich, wie das in der Öffentlichen so wirklich zugeht, dafür habe ich sie zu wenig gespielt. Aber die Grundidee finde ich gut. Dafür die Trophäen für die Platin zu verlangen, weiß ich nicht, Digga. Aber sonst... Also ich weiß auch nicht, ob ich dieses Figurenpaket-Ding machen werde. Einerseits würde ich es gerne machen, damit ich diese 100%-Anzeige bei der Übersicht habe, aber... Also es geht mir nicht um die 299, um Gottes Namen, die sind mir egal. Aber die Aufgaben haben sich auch nicht so leicht angehört. Und ich weiß halt nicht, ob man die gegen Bots machen darf. Weißt du, wie ich meine? Nein, wird sich noch alles zeigen. Vielleicht mache ich das einfach und probiere es parallel, während ich am Leveln bin. Dann kann ich hier die Clips zeigen, wie ich die Trophäe bekommen habe. Mal gucken. Jawohl, Herza. Spongebob 10, Ivan Andersee, Pure Evil 93, Dark of Gloom und den habe ich nicht lesen können. Willkommen, Leute, willkommen. Darf ich auswählen? Nee. Schade. Das ist ja langweilig, wenn wir beide die gleiche Figuren haben im Team. Ich wurde vom Host getrennt. Vom Horst. Vom Horst wurden wir getrennt. Na gut. Dann eben nochmal. Oh ja, das gute alte Spielersuche, ne? Das sind eigentlich alles Leute, die Trophäe haben wollen oder das Spiel so krass finden wie der eine, der auf Prestige 99 gespielt hat. Ihr müsst euch das ja mal geben, ne? Prestige 99. Das ist eigentlich das Maximum, was man erreichen kann. Google mal. Sessions Grid 4 Max Prestige Level. Ne, das ist das Max Level. Prestige Level da. Hm.
Okay, hier steht nichts, was der maximal ist. Prestige 99 in Multiplayer, da ist es doch. Was sagt ein Reddit dazu? Okay. Also hier sagen die Leute, man braucht ungefähr 2000 Spielzeitstunden, um Prestige Level 99 zu erreichen. Und das gibt es scheinbar schon seit Assassin's Creed Revelations und Assassin's Creed 3. Da konnte man das auch machen. Nein. Netter Randfact. So, jetzt gib mir mal ein paar Leute, die, mit denen ich spielen kann. Perfekt. Fessart, Suff, Blissful Rogue, Devo 101, Omn, Eternal Soul 92 und noch ein paar andere. Okay, ich kann hier nichts auswählen, aber das ist in Ordnung. Die Tante finde ich cool. So, ihr Team, das andere Team und Buben. Okay, also aufpassen auf die Leute mit der fetten Mütze und dem gelben Bandana. Okay, let's go. Da vorne ist schon einer. Ich glaube, das ist auch einer. Ah, ich muss mich verstecken. Okay. Weißt du was? Ich versteck mich. Warte mal, war Fessart nicht der, der vorhin auch schon dabei war? Kann sein, ne? Okay, aber im Endeffekt... Ist es ein laufendes Spiel? Das ist einer. Safe. Also hier nicht von 0 Punkten. Komisch. Der hört mich. Der hört mich. Angelockt. Okay. Aber er hatte recht. Das ist auf jeden Fall einer. Der wird mich niemals finden. Niemals. Und vielleicht doch. Man weiß es. Aber ich verstecke mich hier und sammle schön brav Punkte. There you are. Warte. Ah. Da hat er mich. Ich hätte den kontern können, aber ich war zu langsam. Schade. Okay, na gut. Dann schauen wir uns hier hin. Stellen wir da ein bisschen genau ein. So. Ich meine, es ist nicht sonderlich spannend, wenn man sich. Wenn man der Verstecker ist, sag ich mal. Aber im Notfall haue ich hier über den Aufzug ab. Hier ist irgendwo einer. Okay. Und weg. Und tschüss. Lol. Wurde verletzt. Frech. Setz frech. Na komm. Oh Gott. Da wollten die alle mich haben. Aber ich durfte auf den keinen Luftattentat machen, so von wegen, ich halt ihn auf oder so. Also das ging nicht, witzigerweise. Schade eigentlich. Da hinten läuft einer rum. Weiß nicht, ob das die anderen sehen können. Ah, gut. Wenn ich die markiere mit dem L2. Da schon wieder. Ein Prestige Level 99. Der Devil. Das ist doch krank, der Typ. Weiß nicht, kann man die Level hacken oder so? Weil das
Ich glaube nicht, dass sie das Spiel so lange gespielt haben, um Prestige Level 99 zu erreichen. Das ist ja abnormal dann. Wisst ihr, wie ich meine? Ah, also die Sombrero-Typen. Ey, weil weg sind die denn? Gehen wir mal hier durch. Da ist safe einer dabei. Ja, sag ich doch. Nee, doch nicht. Okay, schade. Civilist. Der hat sich so getan, als wäre das einer. Ah, fuck. Hier, Jungs, schneller. Schneller. Ich hol mir den. Hä? Doch da. Geh weg jetzt. Na komm. Nice try, Kollege. Jetzt tötet ihn doch. Also geht doch. Mein Gott. Na, wir verstecken uns mal. Da vorne läuft einer rum. Okay. Störung einsetzen, um mein Ziel zu verwirren. Jawohl. Hey. Wie kann der mich denn bitte kontern, Junge? Nee, das war ein anderer. Okay. Hä? Okay, ich check's nicht so ganz. Wie können die mich denn die ganze Zeit countern? Als ob das so einfach geht, weißt du? So, hier, boom, Kollege. Schnürschuh. Okay. Hier, schnell wiederbeleben den Jungen. Ich hab den doch ausgewählt, Junge. Ja, was ist das für ein Typ? Als ob der jetzt alle hier betäuben kann und so. Wahnsinn. Jetzt aber. Haben wir ihn erwischt. Du bist einer. Boom. Level 7. Der ist einer. Sehr gut. Der ist einer. Oh, ich darf nicht. Okay, warte mal, wir verwirren. Dann darf ich auch nicht. Als ob da uns vier Leute hier gleichzeitig kaputt haut. Also bitte. Ah, hier, boom. Todesstoß, Junge. Todesstoß. Boom. Einer von denen. Okay, ich weiß nicht, wie ich das kontern kann. So, nachtreten. Boom. Rachsüchtig, Junge. Was kann ich hier eigentlich? Ich kann hier irgendwelche Sachen wechseln, okay. Der hier. Hier wäre es, wenn ich ihn töte. Danke. Oder nicht? Ah, ich darf nicht. Aber er darf. Nachtreten den Jungen. So. Boom.
Ihr Team verliert. Na gut, das ist ja nicht so schlimm. Wenn man gegen so krasse Typen spielt. Wobei, ich hatte den Level 99 Prestige drin und ich hatte mehr Kills als er. Die Klette bei Kopfgeldjagd am längsten mit Teamkameraden, okay. Nee, da die meisten Verbündeten wiederbelebt, war ich. Perfekt. Gut, was kriegen wir da? Joa, sehr gut. Sitzen, okay, keine Ahnung, Stufe 7. Was? Templerkartenpaket. Abstergo Aura Bonus. Okay. Weiß nicht, was das ist, aber okay. Ist es, weil der Level 99er mit dabei war? Kann das sein? Weil der hat dieses komische Symbol dran. Ah, Kartenabstimmung. Was wollen wir denn? Nehmen wir das. Ich hab da Bock drauf. So, bereit. Und Sandra hat gewonnen. Okay. I'm okay with that. Kann ich mir die Leute angucken? Nee, ne? Aber der 99er ist weg. Da haben wir einen 70er drin. Allein das ist ja schon krass. Alle anderen, die drin, machen die Trophäe. Alle anderen wollen die scheiß Platin haben. Gut. Okay, ich bin mit dem 70er in meinem Team. Das passt. Also wir spielen jetzt die Lobby so lange, bis ich die Trophäe bekomme. Weil irgendwann muss sie ja ploppen. So, jetzt bin wir hier. Neues Spiel, neues Glück. 5 Minuten. 2 Runden. Das andere war ja so ein angefangenes Ding. Ich muss suchen, oder? Nee, ich muss verstecken. Okay. Der ist böse. Kommst du zu mir? Ja, okay. Schade. Ich habe Dreieck gedrückt für Ablenkung, aber das hat nicht funktioniert. Alles doof. Okay, wo sind meine Kollegas? Da ist mein Kollege. Als ob der nicht böse ist. Okay, keine Ahnung, was hier passiert. Wie gesagt, es ist mir egal, ob ich hier gewinne oder verliere. Hauptsache, ich sammle irgendwie XP. Da liegt eine Tretmine. So, betäubt, Junge. Okay, dafür wurde ich von dem anderen getötet, aber ich habe einen betäubt. Ich kann ja nicht alles am Leben. Wieder hinter. Ah, natürlich. Genau dann kommt der mir entgegen. Irgendeiner versteckt sich doch da.
Ey, ich tu dir doch hier mit diesem komischen Dreieck-Ding machen. Irgendwie bringt es nichts. Das ist voll scheiße. Ich bin mega kacke im Verstecken, Alter. Ich bin lieber der, der sucht. Jesus, doch safe. Alter, wieso sind es denn so viele, Junge? Ah, natürlich. Natürlich erwischt die mich. Ich bin wie Whitebeard, Alter. Ich gehe einfach nicht zu Boden, Junge. Bleib einfach stehen. Was passiert eigentlich, wenn ich da hochkletter und einfach oben bleibe? Geht das? Ich kann da nicht ganz hochklettern. Das ist jetzt so kein Standardversteck hier oben. Vielleicht kommt ihr dann eher nicht auf die Idee, dass ich hier bin. War ich hier schon wieder einen höher? Wahrscheinlich die denn. Na gut, die Runde kriegen wir auf jeden Fall nicht gewonnen, da brauchen wir nicht reden. Dafür haben wir zu viel versagt. Boom. Hakuna Matata Amanakum. Rinne, die rennen mir jetzt hinterher, ja, scheiße. Okay, die sind aber schnell, Junge. Ich wollte ums Eck rennen und mich dann verkleiden, aber ein Satz mit X war wohl nix. Da, jetzt ist der wieder bei den, ne, bei mir im Team sogar. Der Level 99er. Na gut. So, jetzt darf ich aber jagen. Gut, los geht's. Wir legen los. There you are, Kollege. Ha? Was? Wie ist das denn möglich? Das habe ich gesehen. Die kann sich unsichtbar machen. So, bam, bam, boom. Okay. Aber trotzdem sind die anderen besser, ich check's nicht. Hä? So, ich weiß nicht, was mir das bringt, das zu tun. So, aber du bist es trotzdem. Nee, doch nicht, okay. Komm jetzt. Okay. Hätte ja sein können. Klack. Ja, ich kann nicht beides. Ich kann mich abwehren und... Aber man sieht die Schlösser. Also es bringt schon was. Scheinbar. Na, die bleiben nicht ewig. Nee. Okay.
Ach. Jungs, Jungs. Seid ihr denn? Hä? Den wollte ich doch gar nicht. Ich check gar nichts mehr. Nee, die ist es nicht. Da. Nein! Den doch! Okay, jetzt auf einmal doch nicht mehr. Ich check's nicht. Da nachtreten. Schade. Dann ist es Safety da. Hier. Nee. Nachtreten. Ja, wieso ging das denn jetzt nicht? Ja, also gewinnen werden wir das auf jeden Fall nicht. So viel ist klar. Wir machen irgendwie mehr Punkte. Das gibt's doch nicht. Okay. Also ich muss sagen, der Modus macht schon Fun. Aber ich könnte den jetzt nicht ewig und 3 Jahre spielen, so weißt du. Nee, das war daneben. Stufenaufstieg, Level 8, jawohl. So, hier, boom. Okay, ihr Team verliert. Ja, gut. Wie gesagt, ist ja nicht so wichtig. Hauptsache, wir kriegen die scheiß Trophäe jetzt irgendwann mal. Und jetzt haben wir eine ganze Runde gespielt. Und wenn wir jetzt theoretisch eine neue Runde starten, dann sollten wir die kriegen. Mal gucken. Sonst wüsste ich nicht, was ich noch machen sollte. So, Stufe 8. Niederlagenbonus, jawohl. Ah, okay, ich krieg 10%, weil der Typ dabei ist. Deswegen. Kartenabstimmung. Naja, komm, machen wir das. Mir ist das egal. Weiter. I'm ready. Gib mir nur die scheiß Trophäe, Alter. Hm. Aber bis dato noch nichts, ne? Hm. Ich weiß nicht, woran es liegt. Spielen und beenden Sie ein Spiellabormodus aus der öffentlichen Mehrspieler-Playlist. Haben wir jetzt mehrfach gemacht. Und gespielt und beendet. Hm. Keine Ahnung mehr. Spielen wir halt noch eine Runde. Stehlen Sie das Artefakt, bringen Sie es zu Ihrer Basis zurück. Okay, capture the flag. Interessant. Meine neue Spielmodi.
Okay. Der betäubt mich und kann danach mich töten. Okay, I guess. If you say so. Die Frage ist ja, sehen die einen, wenn du sie trägst? Wie war es? Ja. Boom. Ach komm jetzt. Ich hab die doch zuerst angegriffen. Ich check das nicht. Wieso kann ich die dann nicht kaputt hauen? Das ist mega kacke. Also ich check's halt nicht. Was ich falsch mache. Müssen die das eigentlich auch machen? Stimmt, oder? Ah, komm. Da haben die NPCs geblockt, Junge. Okay, die müssen das auch machen. I see. Keine Schnitte, Junge. Keine Schnitte. Also der Modus ist kacke. Sag ich, wie es ist. Ich check's einfach nicht. Da, wie kann das sein? Da, auf einmal auch wieder. Ich betäub einen, bin aber der, der stirbt. In meinen Augen keinen Sinn. Ja, man sieht die. Okay. Nope. Nicht mit Papa Schlumpf. Ey, wir haben keine mehr. Nein. Ich sag ja, ist irgendwie komisch. Ich greife ihn an, aber bin der, der stirbt. Ich check's nicht. Hauptsache bei mir steht Betäubung plus 100. Ja, wow, danke. Die will doch stehlen. Okay, ne. Sah so aus.
Ich will jetzt nicht die blöde Trophäe haben, Alter. Ich versteh's nicht. Ich spiele das Spiel, aber krieg die Trophäe nicht. Das wird auf jeden Fall angezeigt, wer du bist, wenn du sie hast. Und das finde ich halt so ein bisschen schwach. Da, auf einmal steht sie nebendran. I don't get it. Die haben jetzt schon 4 Punkte gemacht. Ja, egal. Es geht nicht darum, hier zu gewinnen, es geht darum, dass ich die blöde fucking Trophäe krieg. Okay, der Typ hat's gestohlen, von mir aus. Nope. Jo, wir haben die erste. Juhu. Nice, Jordi. Gut gemacht. Als ob, Junge. Ach Gott, ne. Ich bin froh, dass ich das nicht streamen muss, alles. So viel kann ich euch sagen. Heute haben wir unseren Online-Spieltag. Das ist der einmalige. Mehr wird es davon nicht geben, außer dass, wenn ich euch kurz die Trophäen zeige. Und das finde ich auch gut so. Komm, mach einfach fertig das Spiel. 1:20 noch. Wenn ich dann die Trophäe nicht krieg, dann weiß ich es auch nicht. Woran es dann noch liegt. Dann muss ich googeln, was ich falsch mache. Jo, die chillt hier einfach nur. Nachtreten, Junge. Bam. So, hier. Dann verteidige ich halt, wenn ich nicht erobern kann. Ja, die dreht einfach noch nach. So muss das. Naja, ihr Team verliert, was anderes habe ich nicht erwartet. Gib mir einfach die Scheiß-Trophäe, Junge.
Hey, Bonus. Ich krieg immer noch nichts. Das gibt's doch nicht. Wieso denn nicht? Okay, ich verstehe nicht, warum ich das nicht bekomme. Verstecken. Okay. Also, ich habe jetzt nochmal hier parallel ein bisschen was gelesen. Die Leute sagen, wenn du eine Suche hast, die beim allerersten Mal suchen nicht funktioniert und du erst danach quasi eine Lobby findest, was ja in unserem Fall der Fall war, dann funktioniert es nicht. Allerdings, wenn du an der weiteren Suche bleibst, und dann neue machst, dann sollte es funktionieren. Ich habe jetzt nicht noch mehr gelesen, aber allein die Aussage schon, dass es dann nicht funktioniert und du musst vom allerersten Mal eine Lobby finden, finde ich Schwachsinn. Aber dann ist es halt eine Lobby, eine Sache, denke ich, nicht mehr on-stream machen werde. Weil das ergibt sich in mir überhaupt nicht. Naja, das hat er gesehen. So. Haha, mahahahaha. Schräg. Ach komm jetzt, ich habe ihn betäubt, als allererstes. Ah. Recht. Wir haben schon 2000 Punkte, Alter, das ist krass. Okay, wenn die Zivilisten töten, dann kriegen wir aber auch Blutpunkte, ne? Also man darf keine Zivilisten töten. Das ist schlecht fürs Geschäft. Der, oder? Ah, da ist einer. Was macht denn der da? Ja, schade. Da hat er mich. Aber hey. Reicht ja, wenn ich einfach sitzen bleibe und Punkte sammeln. Mehr braucht man ja nicht tun in diesem Spiel. Ich muss nicht aktiv sein. Die Prop Hunt. Dass ich kein Prop bin. Wo
besser. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Da einer von denen. Du bist es. Betäubt. Und entkommen. So muss das laufen, Junge. Mohahaha. Ah, scheiße. Da hat er mich ums Eck Münzen geworfen, Alter. Okay, schade. Gut geschaltet, der Junge. So, bumm in die Fresse. So, sollten wir gewonnen haben die Runde. Jetzt dürfen wir hunten. Oh, da freue ich mich. Bleiben wir ein bisschen lockern hier. Ah, Platz 1, die meisten Punkte, so muss das. MVP des Games hier. So, währenddessen kann ich mal kurz weiterlesen. Okay, da wird nichts Neues mehr dazu gelesen. Naja, wird schon irgendwann ploppen. Wird wieder irgendein Bug sein. Der da drüben. Der schaut schon so komisch. Ja. Okay, den haben es schon erledigt. Schade. Du? Geht doch. Mohahaha. Der, oder? Nee. Ja, der hat ihn mir weggenommen. Okay, halt. Hat er nicht. So, hier, boom. So nicht, Kollege. Und weg mit dir. Und nachtreten. Okay. Also wenn das so ganz gut klappt, dann macht das irgendwie schon Spaß. Aber das andere Ding hat mir so gar keinen Spaß gemacht, das mit dem Capture the Flag. Ich wurde von Messern verletzt. Okay. Aber nichtsdestotrotz gecountert den Burschen. So ein Ding ist es. Und tot. Okay, dann ist es. Gar keine Frage.
Das war offensichtlich. Du? Sag ich doch. Als ob er sich da hinstellen kann und saufen kann, Alter. Ist ja richtig frech. Wer von denen ist es? Aha. Schade. Bam. Aber du bist es. Klack, klack, klack. Tja, Kollege. Und nachtreten. So, nur noch 40 Sekunden. Mehr von denen. Das war einfach. Bleiben Sie stehen. Ich bin die Hand des Gesetzes. Du böse, böse. No, 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 no. I see you. See you. Oh, läuft. So, daneben, Kollege. Hey, Stufe 10. So muss das. Hä? Immer noch? Nee. Ah, das haben wir geschafft. Da brauchen wir gar nicht weitergehen. Easy. So, und jetzt gönn mir mal meine scheiß Trophäe, Junge. So, hier MVP, sogar mit einem komischen roten Abzeichen. Was haben wir, das heißt? 11 Kills habe ich, so. Besser geht gar nicht. Platz 1. Jawohl. Ah, 2 Level gestiegen direkt. So muss das. Komm, jetzt gibt Boni noch. Hm, jawohl. Stufe 10. Fähigkeitspaket 2. Okay. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich alles nicht. So, nochmal. Oh, 6 oder 10. EP, nicer, nicer. Das war geil. Okay, aber hier, nee, wir gehen raus. Wir versuchen das nochmal mit der Sitzung anders zu machen, weil irgendwas funktioniert da nicht richtig. Also ich habe jetzt 2 Spiele gespielt und es hat nicht geploppt. Also wir spielen Spiellabor in öffentlich. Suchen. Also ich weiß echt nicht, was man da machen kann. Okay, jetzt weiß ich, woran das liegt. Das ist so ein Ding, wenn wir hier suchen und hier nichts finden, dann gibt er uns die Möglichkeit, die Suche zu erweitern auf andere Spielmodi. Wenn wir das bestätigen, dann suchen wir nicht mehr diese
ne, diese Lab-Spiele, sondern die anderen Spiele. Okay. Dann weiß ich jetzt, was los ist. Das heißt, wir müssen einfach hier hoffen, dass wir irgendwann Leute finden. Ja, das ist ja eine super Sache. Super geil gemacht. Nicht. Oh mein, 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 mein. Das kann ja was werden. Ja, genau, hier. In dieser Spielkategorie gefunden. Bitte suchen Sie in einer anderen Spielkategorie oder gehen Sie zum Hauptmenü. Und deswegen gehen wir zum Hauptmenü und suchen hier nochmal. Oh Gott, das wird ja was. Also das machen wir jetzt einmal nur. Wenn das jetzt noch einmal sowas sagt, dann ja, spielen wir nochmal eine normale Runde, würde ich sagen. Und dann machen wir Feierabend. Bringt ja sonst nichts. Heute auf jeden Fall mal so eine Online-Session gehabt. Muss auch mal sein. Und ja. Nächstes Mal geht es dann wieder normal mit normalem Gameplay weiter. Aber dass wir das auch mal gezeigt haben hier, ne? So muss das. Nein, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Was ihr machen könnt, ist gerne unter die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt, das zu spielen. Und ihr braucht auch die Platin-Trophäe. Dann könnt ihr gerne mal einen Kommentar da lassen in den Videos. Hey, ich suche, add mich. Und dann schreibst du einen PSN-Namen. Und dann add ich dich. Und dann schauen wir mal, dass wir einen Termin ausmachen. Und das machen. Aber, wer weiß, vielleicht hat man ja auch Glück und kriegt es so hin. Ich glaube, am Wochenende wird es eher möglich sein als jetzt unter der Woche am Montag um kurz vor 12. Weißt du, ich meine, dementsprechend, also. Ah. Ja, genau. Komm, dann machen wir eine normale Suche noch und dann. Wenn wir noch was finden, machen wir noch eine Runde. Und wenn nicht, dann machen wir hier schon Feierabend. Dann tun wir das nicht lange rumziehen. Ihr ja, Deathmatch haben wir gefunden. Okay, ist meine Lieblingsdeck? Nein. Sehr schön. Deathmatch haben wir noch gar nicht gespielt. Interessant. Sogar noch was Neues hier zum Ende. Okay. Identifizieren Sie Ihr Ziel. Okay, ich muss diesen komischen Typen da. Okay, ein anderer Spieler hat mein Ziel getötet. Kann ich den einfach nehmen? Okay. Dann nicht. Na, jetzt kriege ich mein Ziel. Sub. Das ist doch ein Spielerrunde. Ach Mann, wieso tötest du mich denn schon wieder? Als ob du zweimal hinter. Na, lol, mein Kopf. Zweimal hintereinander mich als Ziel hast. Bist du mein Ziel? Nee. Ich komme meinem Ziel näher. Da vorne ist mein Ziel. There you are.
Klack. Okay, der Typ mit dem Hut. Mhm. Okay, also wir können wieder dieses Ich nähere mich Symbol benutzen. Allerdings ist das hier nicht der Fall. Nee, da ist es nicht. Ah, mein Ziel wurde erledigt. Okay. Ja, ist auch erledigt worden. Sehr gut. Das wurde ja was. Da ist was. Okay, die Blonde mit Augenklappe. Where are you? Come out and play. Da. Die da ist es. Easy. Der Typ mit den... Ja, der was da am Boden hockt, ne? Oh, lol. Nope. Okay. Ich habe einen neuen Verfolger. Von dem. Nein, ich glaube, das wird nichts mehr. Season 7. Jo. Ganz easy. Wie schnell haben die denn die Leute kaputt gehauen? 13 Kills hat er gemacht. Ja, sicher, Alter. 13 Kills. Aber Deathmatch macht Spaß. Also Deathmatch ist cool. Ich glaube, das wird meine Lieblings-Ding sein hier mit Deathmatch. Da kann ich wenigstens meinen Lieblingscharakter spielen. Und. Also. I like that. Ich darf auswählen. Wo ist mein Liebling? Da. So. Schauen wir mal, was wir da haben. Großer Typ, gelbe Bandana, Dreadlock-Typ, komische Frau mit Scheiß im Gesicht, Augenklappenfrau und sonst nichts. Okay. Let's go. Naja, die mit Scheiße im Gesicht. Sehr gut. Das Problem dabei, was ich habe, ist... Wie soll ich das denn identifizieren? Wenn ich sie so gar nicht sehe. Wie klein ist denn die Map?
Okay, den Typen brauche ich. Das trifft sich gut. Den nehme ich. Den Strohhut. So. Irgendwas erfolgt mich. Den Dreadlock-Piraten brauchen wir. Die da drüben ist es doch. Der Dreadlock-Pirat. Wo bist du denn? Bist du das? Ja. Dead bist du. So. Mindestens 50 Minuten aktiven Gebüste überleben. Ah, schade, die hat mich durch die Wand erwischt. Okay, frech. Das ist frech. Dreadlock Pirated ist. Okay. What the fuck ist das denn? Oh. Ja, ist jetzt ungünstig. Okay, die Augenklappe, Frau. Ah, Auftrag verloren. Sehr gut. Ich habe einen neuen Verfolger. Und ich brauche den Strohhut. Wo ist der denn? Verstehe ich nicht, warum ich mich da nicht wehren kann. Das check ich noch nicht so ganz. Oh, Ziel verfehlt, okay. Es sind gleich zwei Leute, die mich suchen, sehr gut. Jetzt wird einer nicht reichen. Okay. Die mit Scheiße im Gesicht wieder. Das ist die da. Nein, nicht der. Die da. So. Hab hier irgend so einen Typen betäubt. Boom. Als ob. Das ist eine Frechheit, Junge. Check's nicht. Schon wieder ein Verfolger. Ich will verarschen. Dreadlock Pirate, wo bist du? Dreadlock Pirate. Ach komm. Naja, du bist mein Gegner.
Oder auch nicht. Okay, mit dem habe ich nicht gerechnet. Muss ich offen und ehrlich gestehen. Der hat's gut gemacht. Naja. Der also. Der Hellsichtige. Attentat. Ups. Aha. Ach Mann. Nachtreten hier, boom. Die mit dem gelben Bandana. Der wäre ja. Gewildert. Aha, du wolltest den haben, ha? Huh? So nicht. Nicht mit Papa Schlumpf. Okay, ich werde verfolgt. Ich muss die einaugige Piratin, die da. Ah, komm jetzt. Okay, wir haben den Arzt am Start. Wo ist der? There you are. Als ob, Mann. Woher weißt du denn, dass ich das bin? Bin doch sogar verkleidet. Frechheit. Na gut. So, noch eine Minute irgendwas. Die Alte mit dem Piratenhut. Als ob, Junge. Der mit dem gelben Bandana. Als ob. Oh jo, Leute, ich muss sagen, das Spiel macht zwar Spaß, aber auf Dauer nicht wirklich und ja, also der Multiplayer, Black Flag macht schon Spaß. Aber es gehört nun mal dazu, um sie auf Platin zu kriegen, dementsprechend müssen wir das tun. Sie sind Sechster. Wie gesagt, die Platzierung ist mir im Grunde sowas von egal. Hauptsache, ich krieg EP. Womit ich leveln darf. Klar, höhere Platzierung, mehr EP, bla bla, aber... You know what I mean. So, hier, komm, mach fertig. Boom. Und raus da. Wunderbar. Ja, ab zurück ins Hauptmenü. Auf jeden Fall, Leute, danke fürs Zuschauen. Ja. Jetzt wissen wir, wie das abläuft mit dem Online-Ding. Und dann schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Und beim nächsten Mal gibt es dann wieder ganz normalen
regulären Story-Ding, Singleplayer, ne? Und ich werde halt immer wieder mal schauen, dass ich irgendwie das Level 55 knack und irgendwie da diese Lobby finde. Dementsprechend. So machen wir's. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.